Wisst ihr eigentlich, was 1984 war? 1984 ist Straleck nicht nur zum schönsten Blumendorf gekürt worden, sondern es sind auch drei junge Musiker aufgeblüht. Das Wildbach-Trio in seinen Gründungsjahren. Und heute, also ein paar Tage später, sind sie in Straleck, meine Damen und Herren. Ich will euch klatschen, Herren. Einen riesen Applaus für das legendäre Wildbach-Trio. Christian Wagner, Johannes Wagner und Hannes Wagner Junior. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für den super netten Begrüßungsapplaus. Wir drei Musikanten der Sulpbach-Trierberg freuen uns heute ganz, ganz besonders, dass wir mal in unserer Heimat, in unserer näheren Heimat, wieder mal zu Gast sein können. Ja, die, was noch nichts zum Trinken haben, die nehmen die Nachbarn, sei es an der Naschenbecher. Ja. Holen wir es auf mit 20 cm und dann singen wir mal gemeinsam das schönste Volkslied Österreichs. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit. Aber weil wir gerade dabei sind, einen wissen die auch noch. Aber da müsst ihr wirklich gut aufpassen, dass mitkommst. Der ist ein bisschen kürzer und ein bisschen prägnanter. Und zwar, der geht auch so. Ein Flieg ist über den Ofen gerannt. Pfff, Arsch verbrennt. Hängt sich ein, dann sind wir gemeinsam. Du liegst mir im Herzen. Du liegst mir im Herzen, du liegst mir im Sinn, du machst mir für Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Drei
Kopf so sah wie die Rallenspitze. Nun folgt ein kleines Gesellschaftsspiel. Links, rechts, vor, zurück. Links, rechts, vor, zurück. Das macht Spaß, das bringt. Links, rechts, vor, zurück. Das ist der ganze Trick. Ein bisschen schneller. Und links, rechts, vor, zurück. Das macht Spaß, das bringt. Links, rechts, vor, zurück. Das ist der ganze Trick. Und auf und weg. Alle steigen auf. Dann machen wir es ganz langsam für alle Müden, die was heute dabei sind. Also, was ist los? Auf mit dir, aber flott. Und dann packen wir es alle gemeinsam. Und auf und nieder, immer wieder. Und das zerstörst du, und das schneller. Und auf und nieder. Fertig! Aber da muss euch hier was erzählen, und zwar ist der Papa mit seinem Buben heimgegangen von der Stadt, und wie sie so heimgegangen, kamen sie beim Freudenhaus vorbei, und jetzt fragt der Bub ihn Papa: Du Papa, was ist denn eigentlich ein Freudenhaus? Ja, hat der Papa gesagt: Du, in einem Freudenhaus kannst du dir eine Freude kaufen. Aha, der Bub gesagt: Gut, passt. Den nächsten Tag, wie er von der Schule heimgekommen ist, ist er rauf ins Zimmer, hat er sein Sparschweinl überdraht, hat es zusammengeschlagen, hat er das ganze Geld rausgenommen und ist er zurückgegangen in die Stadt und hat er bei dem Freudenhaus angelegt. Mach deine Dame auf, sagt sie: Burli, was willst denn du da? Ja, hat er gesagt: Ich möchte mir gerne eine Freude kaufen. Jetzt hat er nicht recht gewusst, wie es da soll. Jetzt hat die Kollegin gesagt: Du, weißt du was, geh aus, schnell in die Küche und schau, ob wir ein bisschen ein Essen draußen haben. Das verkaufen wir dem Buben. Jetzt ist der rausgegangen, hat fünf Semmelknödel angefunden und ein wenig Bratensaft, und dem ist den Buben verkauft. Auf die Nacht, wenn der Papa wieder heimkommt von Arbeiten, fragt er den Buben: Du Buben, wie war's denn heute? Was hast du denn so gemacht? Ja, hat der Buben gesagt: Papa, ich war heute im Freudenhaus. Was hat der Vater gesagt? Im Freudenhaus, was hast du denn da drauf? Ja, hat der Bub gesagt: Da habe ich mir eine Freude gekauft. Ja, und wie war's? Ja, hat er gesagt: Drei habe ich da gepackt, noch ist mir der Soft ausgegangen. Aber jetzt machen wir ein Liedl, tut's gut zulassen. Es ist ein bisschen eindeutig, zweideutig, das Liedl. Lasst es euch einfach an und habt einen Spaß dabei. Sein Traktor stehen, er lost den Hänger, er lost den Hänger, er lost den Hänger, und sein Traktor stehen. Sie hat a Horige, sie hat a Horige, sie hat a Horige, an Tora Kotz, sie hat a Horige, sie hat a Horige. Ja, unser Christian ist ja ein hervorragender Solist auf der Steirischen Harmonika. Er hat ja zu Hause auch eine Harmonika-Schule und in St. Margarethen an der Ab hat eine Außenstelle, der dort auch unterrichten.
Und er wird heute wieder mal sein können unter Beweis stellen. Christian, auf geht's. Nein, viel Hansi, machen wir das. Da will ich mich extra zusammenreißen, da gibt es jetzt eine Zugabe. Da machen wir es aber so. Linke Hand nach oben. Die rechte tun wir dazu auf. Sowieso. Und ihr gebt den Rhythmus jetzt vor, okay? Und dann werden wir versuchen, die Stücke wirklich ja, mindestens doppelt so schnell zum Spülen. Probieren wir es einmal, klatschen wir einmal. Zeit ist. Die Hans! Ja! Oh, dort, schau! Schau! So vereinzelt trauen sie sich auf, zur Foto, du auch! Ja! Ja, der hat gesagt, er heißt heute Franz, nicht Hans, gell? Aber nur heute. Nein, es gibt jetzt wieder eine Erfolgsnummer von uns. Und zwar extra geschrieben: Ich bin der Hans aus der Steiermark! Ich bin so schön! Ich bin der Hans aus der Steiermark. Ich kenne uns im ganzen Land. In meiner Tracht bin ich Steiermann. War in der Schule auf Feierabend. Da gibt es Stimmung, da gibt es Recht. Und da war Jupiter.
Ja, liebe Freunde, wir haben ja wieder einen Erfolgstitel heute auch mit, und zwar, wir haben ja vor kurzem einen Steirer zum 70. Geburtstag gratuliert. Ein ganz berühmter Steirer, nämlich der Arnold Schwarzenegger, hat ja sein 70 gefeiert. Und wir drei Musikanten, das Wulbuch-Trio, haben ein Lied geschrieben zum Geburtstag, und das haben wir in Tal drinnen, in Graz, das haben wir im Heimathaus dann auch vorgetragen und aufgeführt. Und das möchte ich gleich auch jetzt da ausspülen. Hey, Adi! Hey, Adi, jetzt geht's rum. Wir feiern dich dann schon. Wir klatschen, singen alle mit beim Joa Steirisch und ich. Hey, Adi, Box ist drin. Es kann nichts Schöneres gehen. Wir klatschen, singen alle mit beim Joa Steirisch und ich. Oh yeah. Eine Erfolgsnummer von uns drei Musikanten möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Und zwar, das Lied lese auch in der Brieflasche schon beim Wetter ab. Thomas, schon haben wir das schon gespielt. Auch. Wer da drunten der Letzte war, ist im Himmel ganz weit vorn. Wenn wer drunten der Letzte war, ist im Himmel weit vorn. Drum werden die Tränen sehen, es gibt keine verloren. Wer da drunken verlassen war, ist im Himmel geboren. Es gibt eine Gerechtigkeit, da brauchst du die nicht sorgen. Gemeinsam nach Hause gehen wir nicht, also schon langsam kommen wir drei Musikanten hier. Zum Schluss machen wir nochmal richtige Stimmung da beim Mausbacher. Singen wir alle gemeinsam. Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht, bis das der Tag am Ring. Nach Hause gehen wir nicht. Bis das der Tag am Ring. Nach Hause gehen wir nicht. In Strollig, da steht ein Hofbräuhaus. Der Mausbacher. Eins, zwei, super. Da schaut der Schwarzbrandsmaderl raus. Eins, zwei, super. Da hat so mancher brave Mann. Zeit, was dort vertragen kann. Schon früh am Morgen fängt an. Und spät am Abend, dann hört auf. Ja, schön ist im Hofbräuhaus. Jetzt sind wir alle. Fliege mit mir in die Heimat. Fliege Gäste! Ja!
Damen und Herren, liebe Freunde, wir drei Musikanten, das Wildbach-Trio, wir möchten uns von euch verabschieden. Wir sagen ein herzliches Dankeschön, dass ihr seid, zu uns gekommen seid. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch irgendwann wieder einmal sehen. Kommt's alle gut warm und wird euch. Und jetzt singen wir alle. Ach, wie schnell vergehen die schönen Stunden, die wie Wolken verziehen. So ein Tag, auf den ich mich so freute, so ein Tag, der wirft. Jetzt steigen wir alle auf und klatschen! Hey, und? Ein Kranz vom Bergen, stolz und hoch erhoben, umringt die Heimat, mein Tiroler Land. Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze und leuchten weit von steiler Felsenwand. Thank you.
wir langsam ins Finale. Auf für die Hand! 20 cm hoch am Kopf! Und dann singen wir alle gemeinsam! Hey! Wir kommen wieder, bringen wir unsere Lieder. Für euch, die unsere Musiker spielen mal das Lied richtiger. Wir kommen wieder, bringen wir unsere Lieder. Und sagen ein Dankeschön zum nächsten, die jetzt sind. Dankeschön, viert euch!